Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Jahre 2003, wo die Handwerksnovelle aufgelegt wurde, war ich selbstständiger Unternehmer und Handwerksmeister. Ich bin immer noch Handwerksmeister, aber ich war noch aktiv und ich war dagegen gewesen. Allerdings, muss man sagen, war die Situation auch eine vollkommen andere. Und das muss man auch gebührend würdigen. Die Situation des Handwerks und die Situation der Wirtschaft hat sich seit 2003, seit der Handwerksnovelle, grundlegend geändert. Damals hatten wir eine Arbeitslosenquote von 11%, fast 5 Millionen Menschen. Das Überangebot an Ausbildungswilligen und an qualifizierten Gesellen war überdimensional groß. Heute haben wir im Mai 2019 eine Arbeitslosenquote von unter 5%, und das sind so ungefähr 2,2 bis 2,3 Millionen Menschen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einem Tiefstand, im Jahresdurchschnitt 4,7%, in der EU sind es immerhin 12%. Die Abschaffung der Meisterpflicht für 23 Berufe war daher möglicherweise verständlich, war gut gemeint, hat aber die Erwartungen nicht erfüllt. Und was ist stattdessen passiert? Eine Fehlentwicklung. In vielen Bereichen, gute Gesellen haben die Meisterbetriebe verlassen, haben gesagt, okay, was der Altmeister kann, das kann ich schon lange, mache ich immer selbstständig, ohne Meisterpflicht. In den Anlage-B-Betrieben ging die Ausbildung massiv zurück. Es gab einen spürbaren Qualitätsverlust, einen spürbaren Vertrauensverlust. Viele neue Betriebe aber auch sind in die Höhe geschossen, aber die Beschäftigungsverhältnisse sind nahezu gleich geblieben. Solo-Selbstständige haben sich massiv vermehrt und die Insolvenzen dieser Betriebe haben sich nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt kann man fragen, war diese Fehlentwicklung denn vorherzusehen? Das ist reine Spekulation. Sondern wir müssen schauen, wie gehen wir mit einer Fehlentwicklung um? Wie kann man dem entgegentreten? Und da bin ich, wie meine Kollegin Astrid Grote-Lüchen, auch dafür, dass wir eher die Spitzzange auspacken als den Vorschlaghammer. Denn wir brauchen das mit Augenmaß und müssen das ergebnisorientiert machen, ohne Aktionismus. Und wir wollen auch keine Rückvermeisterung, Kollege Kropala. Sie haben ja gesagt, Sie wollen alle Gewerke, und Ihr Antrag sagt es ja auch. Und der ist auch wirklich relativ einfach gestrickt, denn Sie haben einfach in Ihren Antrag nur die ganzen Gewerke aufgeführt und haben gesagt, die müssen wieder rein. Aber Sie wissen aber selbst oder wissen es nicht, aber deswegen könnte ich es Ihnen ja sagen, Sie bringen damit auch eine große Verunsicherung in der Branche. Warum? Weil es gibt, ich sage mal eine Zahl, das ist ja noch nicht scharf, aber zwischen 25 und 30 von den Betrieben, die einfach nicht rückvermeistert werden wollen. Es gibt möglicherweise, wenn wir das dann genau analysieren, die gleiche Anzahl der Betriebe, die wieder rückvermeistert werden wollen. Und was machen Sie denn jetzt mit den Betrieben? Sie kriegen ja auch die Post, wo Sie einfach sagen, Sie müssen einfach zurück. Es gibt ja sowas wie einen Bestandsschutz. Es muss verfassungsrechtlich konform sein. Es muss europarechtlich konform sein. Und by the way, der Meister, der kann immer gemacht werden, auch freiwillig, auch bei den Betrieben, die keine Gefahrengeneigtheit haben. Und deswegen die Gemengelage so heterogen, deswegen können Sie nicht einfach sagen, es können alle wieder rein. Damit schaffen Sie nicht nur Verunsicherung, sondern das gesamte Gebilde, dass diejenigen, die wieder reinkommen können und rein dürfen, dass Sie am Ende die draußen vorlassen, weil es verfassungsrechtlich dann keinen Bestand hat. Und das müssen Sie einfach auch mit beachten. Was ist stattdessen zu tun? Wir brauchen eine europarechtliche, eine verfassungsrechtliche, saubere Vorgehensweise. Wir müssen den Bestandsschutz akzeptieren. Und die ganzen Emotionen, die jetzt auch in den Briefen kommen von den Handwerksbetrieben, sowohl aus der einen als auch aus der anderen Richtung, die drinbleiben wollen oder die raus wollen, dass sie das auch berücksichtigen. Deswegen brauchen wir eine Qualitätsoffensive. Wir brauchen Transparenz. Das muss mit den, und das haben wir auch in den Anhörungen bewiesen, die im Ministerium stattgefunden haben, dass klar gesagt wird, was bewegt euch dazu, in die Rolle A zu kommen, was bewegt euch dazu, in der Rolle B1 zu bleiben. Wir brauchen eindeutige Kriterien. Dazu gehört natürlich die immer wieder zitierte Gefahrengeneigtheit. Was ist für den Endkunden am Ende wichtig? Wir brauchen Vertrauensschutz, Gewährleistung, Bestandsfestigkeit. Wir brauchen vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, die Stärkung der dualen Ausbildung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die duale Ausbildung nur mit einem aktiven Meistertitel wirklich stärken können. Das hat ja die Vergangenheit seit 2003 auch bewiesen. Der Meistertitel
ist aus meiner Sicht ein Qualitätssiegel schlechthin. Wir brauchen nicht darüber nachdenken, dass wir irgendwelche Zertifikate brauchen. Der Meister an sich ist das Zertifikat für Qualität, für Ausbildung, für Beständigkeit, für lange Beständigkeit am Markt. Meistens sind es Familienunternehmen und deswegen brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Die Anhörung im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch hat das alles bestätigt. Nahezu alle Sachverständigen haben der begründeten Rückführung, nicht der allgemeinen Rückführung, in die Anlage A zugesprochen. Und lassen Sie uns deswegen im Herbst ein starkes Signal an das deutsche Handwerk setzen, dass wir sagen, wir haben euch angehört, wir wissen, worum es euch geht. Denn eins ist klar, ohne das Handwerk ist alles nichts. Vielen Dank. Ich glaube, Herr Kaczmarek, SPD, ist die voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte.